Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Und da bin ich auch schon wieder. Na, habt ihr mich vermisst? Nein? Das habe ich mir gedacht. Okay, dann machen wir halt weiter, wo wir stehen geblieben sind. Sehr praktisch. Nämlich genau hier. Das ist richtig, hat bloß nicht funktioniert, habe ich gesagt. Die kommen da trotzdem noch hin. Ich habe mein Haus, also mein Grundstück, ja, ist seit 400 Jahren, grob geschätzt, seit 400 Jahren in meiner Familienbesitz. So, okay. Hat vorher meinen Eltern gehört, davor meinen Großeltern und dann hat's 10 Jahre dir gehört und alles war kaputt. Tolle Leistung, Rainer. Vor deren Eltern, so. Und die ich weiß es deswegen ungefähr, dass es mindestens auf 400 Jahre zurückgeht, weil die Scheune war ungefähr 200 Jahre gestanden, dann ist die abgebrannt und dann haben sie sie wieder aufgebaut. Das war 200 Jahre her, 1996 oder sowas. 1996 war vor 200 Jahren? Okay, na gut, wir wissen ja, in Mathe hat er einen Fensterplatz, wenn er dann mal da war. Das weiß ich deswegen, weil 96 wieder ein großer Brand bei uns im Dorf war. Und das war unsere Garage. Dummerweise auch bei uns. Und da ihr habt aber auch ein Pech. Meine Mutter und meine Tante damals ein bisschen recherchiert, wann es den letzten wirklich großen Einsatz gegeben hat von der Feuerwehr in Altschauerberg. Und das war eben auch vor 200 Jahren unsere Scheune. Daher weiß ich, dass das mindestens ungefähr 200 Jahre alt gewesen sein dürfte. So. Fakt ist auf jeden Fall, heute kommen noch Leute hin und stehen immer noch vor dem Grundstück, wo das abgerissene Haus mal stand und rufen laut, Herr Winkler, kommen Sie raus und machen Sie Fanmanagement. Das willst du dem jetzt weiß machen, ja? Ich habe dieses Grundstück an die Gemeinde verkauft. So, weil damals war ich ja vor Gericht, weil ich ja den Leuten vor meiner Haustür irgendwann mal... Ne? Ja, auf einen hast du dich drauffallen lassen. Du hast die Polizei beleidigt und so weiter und so fort. Habe ich dir erzählt? Der handgreiflich geworden bist. Genau. Eher taschenlampengreiflich. Genau, richtig. Ich hatte jetzt kein richtiges Wort dafür. Jedenfalls, ja genau. Und deswegen bin ich ja wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden. So. Genau, gefährliche Körperverletzung, weil er einen Gegenstand benutzt hat. Dann wurde mir vor Gericht, was im September oder was, das Jahr vorher, wurde mir vom Gericht angegeben, dass ich bitte dafür sorgen soll. Entweder ich lösche meinen YouTube-Kanal oder ich ändere was an meiner Wohnsituation. Dann wird mir eine bessere Aussicht auf Bewährung gegeben. Nicht auf... Dass der Karl zweimal Bewährung bekommen hat, ist auch unfassbar. Beispruch, sondern auf Bewährung. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Dankeschön, Leute. Oh, aber immerhin. Er hat endlich mal den Unterschied zwischen Bewährung und Freispruch verstanden. Oder zumindest tut er jetzt so. Ja, schön. Genau. So. Kann ich nachvollziehen. Ich hatte aber zwei Möglichkeiten. Entweder oder. Entweder den YouTube-Kanal oder mein Haus. Ohne meinen YouTube-Kanal verdiene ich kein Geld. Du hättest dir vielleicht einen Job suchen können, Rainer. Kann ich arbeiten gehen, weil sobald ich arbeiten gehe, finden die Leute es raus, greifen das an, ich fliege raus. Genau, die gehen dann zu der Firma und greifen die an. Mit Speeren und Äxten und Schwertern und Morgensternen, Belagerungstürmen, Sturmleitern und so weiter. Ihr kennt das ja, Ramböcke. Also habe ich mich für die andere Möglichkeit entschieden. Genau, du hast die Bude, die sowieso schon total runtergekommen und verwohnt war, verkauft. Genau, ich habe mich dafür entschieden, mein Haus zu verkaufen, weil meine Arbeit kann ich mitnehmen. Hier streamen kann ich überall auf der Welt. Ich kann mich draußen, ich kann mich theoretisch in Essen an den Strand legen. Egal wo ich bin, ich kann arbeiten. So. Ja, Rainer, wenn du dich an den Strand legst, dann kommt aber Greenpeace und rollt dich wieder ins Wasser. So. Mhm. Sowohl mit meinen Videos auf YouTube früher, als auch auf TikTok und sonst wo. Also habe ich mich dafür entschieden. Wenn ich okay. meine Arbeit hingeschmissen hätte, hätte ich auch mein Haus irgendwann Dankeschön. Verloren. Also wollte ich Dankeschön. Ja die bessere Variante davon. Ich weiß nicht, wie du heißt. Danke, Leute. Aber ich danke dir. Und, okay, dann frage ich, nachdem du das Haus oder dein Grundstück, was auch immer, verkauft hast, ja. Wie kam es dazu, dass aus dem Lager irgendwelche Dinge entwendet wurden? Ja, Rainer, das erzähl jetzt mal. Also als allererstes mal zu den Dingen überhaupt, weil du das vorhin gesagt hast, zu den Dingen, die entwendet wurden. Ich weiß nicht, was die alles entwendet haben.
Aber ich weiß, dass die einige Nein, Sachen nein, 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 behaupten. du hast mich nicht Ja, falsch warte, verstanden. warte. Nein, nein, Ich will nicht drum rumlabern. Ich komme auf das Gespräch nein, nein, zurück. nein, nein, Warte. nein, nein, du verstehst mich gerade komplett falsch. Du denkst, ich will dich gerade helfen. Nein, 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 will ich ich möchte nicht. nur Nein, wissen, ich wollte das nur nachdem du kurz das Haus festhalten. verkauft. Nein, nein, nachdem du das Haus verkauft hast, du verstehst mich gerade falsch. Du siehst das gerade Nein, nicht. ich Das habe ist dich schon gerade dein richtig ver. Angriff. Nein, war kein Angriff. Habe ich verstanden. Habe ich auch nicht so gesehen. Ich wollte das nur festhalten kurz. Okay. Die Sachen, die entwendet wurden, ich weiß, dass du mich nicht angreifen wolltest. Alles gut. Die Sachen, die entwendet wurden, weiß ich nicht, was alles entwendet wurde, aber. Also auf jeden Fall waren es 600 DVDs. Ach nee, das war, glaube ich, Ariela vorher, oder? Ich weiß, dass viele von den Sachen, die angeblich entwendet wurden, nicht wirklich entwendet wurden, weil es sie nie gegeben hat in dem Lager. Weil ich weiß ja, was da drinnen war. Nur das. Woher weißt du, was da drin war? Du hast doch einfach blindlings irgendwelchen Kram, der in Reichweite war, gepackt und da reingestopft. So war das Info. Das mit den Kassetten weiß ich und so weiter. Aber es werden Sachen behauptet, gerade schriftliche oder Dokumente aus irgendwelchen Richtig, Festplatten. richtig. Darauf wollte ich Es hinaus. gab aber keine Festplatten da drinnen. Es gab eine Festplatte, die hatte ein Kumpel von mir. Da war aber sowas nicht drauf. Nicht in dem Sinne zumindest. So. Also hat Klontert dir keine Festplatten geklaut. Sowas habe ich nie geschrieben. Sofern der überhaupt irgendwas mit dieser Lagersache zu tun hat. Also konnte da nichts drauf sein. Das ist gut, dass du es gerade angesprochen hast. Das war ja ehemals dein bester Freund, richtig? Für mich war das sogar fast wie ein Bruder, witzigerweise. Okay. Wie kann es sein, dass dein ehemals bester Freund A. Dinge veröffentlicht, die Unwahrheiten sind, B. dir nachsagt, was du gerade aus meinem Mund nicht hören möchtest, möchte ich auch nicht ausdrücken, weil du dich ja darüber aufregst, kann ich nachvollziehen. Ne? Aber wie kommt dein bester Freund Er hat darauf, es nicht. dich auf so einen Stuhl zu setzen? Also erst einmal, er hat es nicht veröffentlicht, sondern er hat es weitergegeben an Leute, die es Oder warum gibt veröffentlichen. er es weiter? Okay, Rainer, das macht jetzt nicht so den Unterschied, ob er selbst veröffentlicht oder ob es jemand anderem gibt und sagt, hier, viel Spaß damit. Weil das wohl von Anfang an so war. Ich kannte ihn nicht so lange. Ich habe ihn ja nur in kurzer Zeit, ich habe ihn nur kurze Zeit gekannt. Vorher, also wir haben uns relativ schnell angefreundet. Ich kannte ihn ein, 2 Jahre vorher, da kannte ich aber ihn nur zufällig so aufgrund seiner Arbeit. So. Wieso? Hat er eben Achilleus gekellnert oder so? Haben uns anfangs kennengelernt. Da sind wir halt auch irgendwann ins Gespräch gekommen. Und aufgrund seiner Arbeit und aufgrund meiner Arbeit sind wir halt in dem Gespräch gewesen. Hä? Welche Arbeit? Und dann haben wir uns öfter getroffen, öfter geredet und uns öfter unterhalten. Und dann hat sich erst eine Freundschaft entwickelt. Und die Freundschaft Ist ging dann normal, ist ungefähr. ja normal. Genau, und dann haben, also es war, ging aber dann nur ungefähr ein, 2 Jahre. So, er hat aber in den ein, 2 Jahren vermeintlich mehr Sachen für mich getan als viele andere Menschen, die vorher ich kannte. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass wohl alles oder fast alles, was er gemacht hat, wohl abgekartet war. Zum Beispiel ich hatte den irgendwann, ich hatte ihm so schnell so viel vertraut, meine Schuld, mein Fehler, dass ich ihm sogar Zugriff auf meine Überwachungskameras von meinem Haus gegeben habe. Und diese Ja, wieso macht man sowas? Aufnahmen zum Beispiel davon hat er veröffentlicht. Also die hat er jetzt veröffentlicht und hat nicht weitergegeben an jemand anderes, der es veröffentlicht. Die hat er weitergegeben, Aber also er hat was jetzt? Sie nicht veröffentlicht, er hat sie weitergegeben und dann veröffentlicht wurden. Aus welcher Intention aber hat er das getan? Was hast du Wenn ich ihm das denn angetan? Oder was wenn ich war das der wüsste, Grund? wäre ich schlauer. Ich Was weiß ist es bis denn der heute nicht. Grund gewesen? Ich verstehe das bis heute nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, Herr Rainer, das ist dein Problem. Du verstehst einfach nicht, warum Leute dich nicht mögen. Man muss Also sozusagen quasi, ein Grund für viele Hater. er hat dir quasi private Dinge entwendet, ohne dein Wissen oder Mitwissen, was auch immer. Nein, nicht entwendet in dem Sinn. Sie wurden ihm anvertraut und er hat sie weitergegeben. Und hat diese Dinge veröffentlicht, richtig oder falsch? Teilweise richtig. Was So, heißt teilweise richtig? ja, im Prinzip hast du schon recht mit dem, was du sagst. Manche Sachen hat er mit Wissen, manche Sachen hat er ohne mein Wissen gemacht. Gerade die Veröffentlichungen und so weiter, also besser gesagt, die Sachen, die er weitergegeben hat und dadurch veröffentlicht wurden. Und was hat er mit deinem Wissen gemacht? Was sein Problem mit mir war, weiß ich bis heute nicht. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Vielleicht, weil du derjenige bist? Vielleicht hat er gemerkt, dass du als Freund übler bist als ein richtig fieser Feind? Aber Was hat er veröffentlicht, was dir geschadet hat?
Ja, er hat die Festplatte, die ich hatte, die war bei ihm zwischengelagert, die hat er weitergegeben und da wurden dann irgendwelche Daten angeblich darauf gefunden, die ich angeblich veröffentlicht hätte. Ich vermute, dass auch da, du hast vorhin was von einem Schreiben gesagt, ich vermute, dass auch da dieses Schreiben hergekommen sein soll. Da habe ich nämlich mehr solchen Quatsch erzählt gekriegt. So. Nur das mal so am Rande. Aber Aber dann erschreckt sich ich möchte nur kurz, warte, ich aber möchte nur trotzdem die kurz auf die Schuld. Aussage. Okay. Ich möchte auch mal kurz. Ey Leute, wisst ihr, was geil ist? Ich habe gerade versehentlich auf der Maus geklickt und beim Mikro war kein Ausschlag. Man hat's nicht gehört. Ist das geil? Das freut mich. Ey, ernsthaft, Leute, wenn sowas ist, so ein Nebengeräusch, das stört, dann sagt's einfach, damit ich's ändern kann. Ne? Also, wie soll ich besser werden, wenn ihr mir nicht sagt, was ich schlecht mache? Wegen der Frage, warum? Ich weiß nicht, was seine Intention war. Ich kann aber nur vermuten. Viele Das wollte ich Hater, fragen. Das ist schon meine Frage. genau, viele von diesen Hatern oder besser gesagt ein Teil speziell solcher Arten von Menschen, wie mein Kumpel, handeln deswegen, weil Hater in der ganz oben in der es gibt ja eine Art kleine Hierarchie. Echt? Warum sagt mir das keiner? Ich hampel hier einfach so vor mich hin und es gibt eine Hierarchie? Leute, ihr müsst mir sowas auch mitteilen. Und die ganz oben stehen, die Sachen auch meistens veröffentlichen oder so, Ich die hab mich. Ach nee, also dann würde ich bei der Hierarchie nicht mitmachen. Wenn man sogar ganz oben stehen muss, ich meine, ich bin außerhalb von jeder Hierarchie und kann ja gemütlich sitzen und in der Hierarchie müssen sogar die, die ganz oben sind, stehen. Nee, das wäre mir zu unbequem auf Dauer. Nö, nö, lass mal gut sein. Ich habe eine Zahlen Frage. teilweise an diese Menschen Geld Ich habe eine Frage. und das machen halt viele. Hast du diesen Menschen bezüglich dieser Sache, was er da gemacht hat, angezeigt? Natürlich. Was ist dabei rausgekommen, wenn ich fragen Läuft darf? noch. Läuft noch. Wie lange Es war schon? ein paar Monate erst. Also noch nicht allzu lange. Weißt du, wie die Justiz arbeitet? Hast du gesagt, du kennst dich das ein bisschen mit aus. Ach Du weißt so, ja, dass das das, was lange du mir dauert. gerade erzählt, ist nicht so alt. Das Die Lager, das Geschichte. mit dem Lager war alles erst vor ein paar Monaten. Das war vor ein paar Monaten. Genau, das mit dem Lager war vor ein paar Monaten erst, dass die das Lager aufgeknackt haben oder halt geklappt. Ja, aber Rainer, warte mal. Wenn das mit dem Lager. Hä? Nee, Moment mal, das mit dem Lager, doch, das ist doch mit der Festplatte, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinger, Ritter. Hä? Du hast doch den angezeigt, der. Dem du deine Festplatte anvertraut hast und der sie weitergegeben hat. Darum ging es doch eben, nicht mehr ums Lager. Und wenn du den angezeigt hast und da ist bisher noch nichts passiert, dann ist dein Argument, auf der Festplatte kann nichts gewesen sein, sonst wäre ich ja schon verurteilt, automatisch hinfällig. Ja. Nur mal so als kleiner Denkanstoß. Wo hast du ihn kennengelernt? Im Archiläus. Auf welcher Plattform? Das kann ich hier auf YouTube nicht sagen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie es geht. Ihn auf gar keiner Plattform kennengelernt. Ich habe ihn im realen Leben kennengelernt. Also ihn speziell habe ich jetzt im realen Leben kennengelernt. Hat irgendjemand eine Ahnung, von wem er redet? Hat dieser Typ irgendetwas mit dem Internet zu tun? Nicht soweit ich weiß, aber nach dem, was alles gewesen ist, kann es natürlich gut sein, dass der irgendwelche Aktionen gemacht hat, von denen ich nichts weiß. Moment mal, du hast den im realen Leben kennengelernt. Der hat nichts mit dem Internet zu tun. Aber es war von Anfang an eine abgekartete Sache seinerseits. Das beißt dich jetzt auch wieder ein wenig, Rainer. Wenn der mit dem Internet nichts zu tun hat, dann kennt er dich ja auch nicht so wirklich, oder? Oder wie oder was? Oder nicht weiß, dass es auf ihn zurückläuft. Dann erklär mir mal jetzt eine Geschichte. Da hat er mit den Hatern ja nichts zu tun, vor allem, wenn er mit dem Internet nichts zu tun hat. Wie kann es dann eine abgekartete Sache sein? Wie kann das eine geplante Geschichte sein, eine Intrige sein von deinem besten Freund, wenn dieser Typ keine Ahnung vom Internet hatte, keinen Oh, es fällt sogar ihm auf. Bezug. Shit, jetzt habe ich gedacht, ich habe den echt cleveren Gedankengang und dann fällt sogar dem auf. Jetzt bin ich frustriert. Das habe ich nicht Warte, gesagt. Das habe ich warte. nicht.
Doch, Rainer, das hast du versehentlich gesagt. Den du im reellen Leben kennengelernt hast, der dir in deinem reellen Leben etwas entwendet hat. Du hast vorhin die Aussage getroffen, es ist eine geplante Geschichte gewesen durch diesen ganzen Aktionen, was im Internet stattgefunden hat. Also kann dieser Typ im Internet gar nicht dieses Wissen gehabt haben, um in diese Richtung agieren zu können oder agieren zu wollen. Korrekt. Wenn es von Anfang an eine abgekartete Sache gewesen ist, dann muss er ja das Drachengame gekannt haben und dazu müsste er schon ein bisschen was mit dem Internet zu tun haben. Nachdem er das rausgekriegt hat, ist er in die Öffentlichkeit gegangen, mein Freund. Nicht vorher. Das ist nicht ganz richtig. Merkst du selber, was du da gerade von dir gibst? Nein. Was du grad... Der hat noch nie gemerkt, was er von sich gibt, also... Da darfst du jetzt nicht zu kritisch sein mit denen. Nein, du fängst schon wieder an, Mutmaßungen zu machen. Du hast dich gerade selber gegen die Wand genagelt, mein Freund, mit deiner eigenen Aussage. Das war gerade eine Harry Potter-Geschichte, die nach hinten losgegangen ist, mein Freund. Harry Potter? Wieso Harry Potter? Nee, jetzt mal ernsthaft, was hat das jetzt mit Harry Potter zu tun? Du hörst mir schon wieder nicht zu. Ich habe dir gut zugehört, wie alle anderen hier gerade und die denken alle gerade wie ich, da ist ein Typ, der mit dem Internet nichts zu tun hat, da ist ein Typ, habe ich nicht gesagt, dass er nichts mit dem Internet zu tun hat? Doch, das hast du vor ein paar Minuten gesagt. Du hast den nicht auf einer Plattform kennengelernt, sondern im realen Leben und mit dem Internet hatte er nichts zu tun. Nee, jetzt hör mal zu. Ich habe nicht gesagt, dass er nichts mit dem Internet zu tun hatte. Ich sagte, Nein, habe ich nicht. Hast du wohl, Ella Batch. Hast du wortwörtlich? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass er mit dem Internet nichts zu tun hatte. Warte mal, er hatte mit Hatern zu tun und diese Hater resultieren aus dem Internet. Und du hast diesen Menschen nicht aus dem Internet kennengelernt, mein Freund. Du hast diesen Menschen im privaten Leben kennengelernt. Wie lange habt ihr Kontakt gehabt? 2-3 Jahre. 2-3 Jahre. Und du hast mir gerade wortwörtlich gesagt, in diesen 2-3 Jahren, das ist ein privater Freund gewesen, den hast du im privaten Umfeld kennengelernt, der hatte mit dem Internet nichts zu tun. Absolut. Ich habe nicht gesagt, dass er nichts mit dem Internet zu tun hatte. Doch, das hast du gesagt. Zwing mich nicht, jetzt die Stelle wieder rauszusuchen, dann werde ich fuchsig. Außerdem wusste er... Ich habe dich doch 3-mal gefragt. Deshalb habe ich dich ja konkret in diese Richtung die Frage gestellt. Definitiv. Ich hab nicht gesagt, dass er fertig mit der Welt. Dankeschön. Schau, wie er Freude hat. Geil, Alter. Merkt er eigentlich, was er für eine Schwachsinn von sich gibt? Also, Rainer. Er hat dich. Pass auf. Damit du die Story richtig begreifst. Stopp. Jetzt hör mir doch mal zu, Ja, dann hör mir halt zu, bevor du dir irgendwas feierst, ohne die Fakten zu kennen. Oh, jetzt kommen Fakten. Also, wir dürfen uns auf haarsträubende Lügen freuen. Da gibt's gar keine Punkte mehr. Naja, weil du mir nicht zuhörst. Ja, ich bin noch nicht fertig. Du verrennst dich in deine eigene Lüge. Ja, widersprich Rainer nicht. Warte, bis er selbst tut. Was für eine Lüge? Du verrennst dich in deine eigene Lüge. Seht ihr, er lügt so oft, er muss schon fragen, ja, was denn für eine Lüge? Ja, ist so! Pass auf, der Typ kannte mich am Anfang nicht, aber der hat mich ja gleich am ersten Tag, nachdem ich den getroffen habe, das erste Mal, habe ich mit ihm darüber gesprochen, aufgrund seines Berufs, das habe ich dir aber vorhin gesagt. Worüber haben wir gesprochen? Dass ich Drachenlord bin und wer ich bin. Ich habe dir vorhin gesagt, dass wir warum uns aufgrund seines... Warum fällt dir das jetzt erst ein? Das fällt mir nicht jetzt ein, ich habe... Doch, das fällt ja erst jetzt ein, Rainer. Mir fällt gerade ein... Dieses Video zu dem Narzissten, das passt immer besser da drauf. Vorhin gesagt, oder nicht? Hör mir zu, ich habe vorhin gesagt, dass ich ihn aufgrund seines Berufes kennengelernt habe. Dass wir uns aufgrund seines Berufes kennengelernt haben. Habe ich dir gesagt? Das hat es bereits impliziert. Aufgrund seines...
Genau, das hat das impliziert, was auch immer das Wort bedeuten soll, das du gerade erfunden hast. Des Berufes habe ich mich mit ihm über mich und... Aber wahrscheinlich meint er implementiert. ...gehalten. So haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, wer ich bin. Da er aber mit dem Internet nichts zu tun hatte, wie du sagtest, konnte er mit dieser Information exakt nichts anfangen. Weil außerhalb des Internet, was weiß man da über dich? Bestenfalls das, was mal in der Zeitung steht. Und was steht da? Oh, das arme Opfer Rainer wird von den bösen, bösen Haters immer so geärgert, dabei ist er nicht derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. Er hat mich nicht nur als Rainer, sondern auch als Drachenlord kennengelernt. Das hat es impliziert. Das war das Gleiche. Das hat's schon wieder impliziert. Okay. Der kannte mich von Anfang an, weil ich mit ihm Anfang an ehrlich war und mit ihm drüber geredet habe. Du warst ehrlich. Mhm. Alles klar, Rainer. Und das Ganze, was er gemacht hat mit den ganzen Leaks und so weiter, das hat sich erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert wohl, dass er... Aber es war von Anfang an eine abgekartete Sache, ne? Was hast du vorhin gesagt? ...das macht, und das habe ich nicht gesagt, dass alles von Anfang an geplant war, das hat... Doch, das hast du vorhin gesagt, dass das wohl von Anfang an eine abgekartete Sache war. Das hat sich nach und nach so entwickelt, aber ich habe gemerkt, dass Rainer, tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Ja, ich glaube nicht, dass es dir leid tut. Vorhin hast du gesagt, ich habe viel zu spät gemerkt, dass es ein abgekapertes Spiel von Anfang an war. Ich habe zu spät gemerkt, dass er von Anfang an die Sachen gehortet hat, die er dann veröffentlicht hat. Nein, das hast du nicht gesagt. Und ich habe dir auch gesagt, warum er das macht, weil er dadurch Kohle verdienen kann. Das hast du auch nicht wirklich gesagt, das hast du nur angedeutet. Und wenn er nichts mit dem Internet zu tun hatte, dich also vorher noch nicht kannte, woher wusste er dann, dass er Kohle machen kann, wenn er deinen Schrott sammelt? Ich meine, auf eBay kannst du das Zeug wirklich nicht verkaufen. Der hat die ganzen Sachen, die er hatte, hat er gehortet. Und irgendwann hat er die veröffentlicht, oder besser gesagt weitergegeben, dass die veröffentlicht werden konnten. Und aufgrund dessen bin ich fertig gewesen mit der Welt. Ja, und das hat er von Anfang an so geplant, weil er keine Ahnung hatte, wer du bist. Das macht absolut Sinn, also. Ich bin überzeugt. Ihr auch? Also aufgrund dessen hat er mich dann fertig gemacht. Der hatte 2 Jahre lang Zugriff auf meine Sachen. Und das Zeug konnte er dann veröffentlichen. Und warum überhaupt gibt man jemanden Zugriff auf die Überwachungskamera? Man, er konnte doch selbst vom Handy aus drauf gucken. Okay, da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Danke, Leute, alles mal zwei. Du hast ja gesagt, das sind erfundene Dinge. Das sind ja alles erfundene Dinge. Nicht alles. Ich weiß ja nicht, was da alles draußen ist, habe ich gesagt. Und ich weiß nicht, was davon erfunden ist. Warte. Ich bin jetzt dein bester Freund. Okay, ich bin dein bester Freund. Och, das ging aber schnell, dass ihr euch angefreundet habt. Okay, ich lasse das mal jetzt Revue passieren. Und ich möchte dich an den Pranger nehmen. Ich möchte durch dich Geld verdienen. Dann bist du aber nicht sein bester Freund. Also Freunde tun sowas nicht. Bevor ich irgendwo einbreche, irgendwelche Dinge, die mir nicht gehören. Moment mal, der Einbruch und die Festplatte, das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Ja, aber okay, wie gesagt, das ist TikTok. Das sind halt beide ein bisschen doof. Entwende, gehe ich live und lass mir diese Harry Potter Geschichte einfallen, okay? Bevor ich selber mich strafbar mache, erstens. Zweitens, wenn ich mich strafbar machen möchte und bei jemand etwas entnehmen möchte, bin ich mir zu 100%ig sicher, dass da Dinge sind, die ich 100%ig gegen dich verwenden kann. Weil wenn ich mir nicht sicher wäre, dann würde ich da nicht eindringen, dann lasse ich mir die Lüge einfallen. Ich erfinde diese Lüge. Ja, aber vielleicht war der Einbrecher auch auf die Popcornmaschine scharf. Da ist antikes Frittierfett eingebrannt. Du hast wortwörtlich selber gesagt, er ist da reingegangen. Es war eine geplante Geschichte. Also waren da Dinge, die dich an den Pranger nehmen können. Und es auch getan hat. Es wurde nicht erfunden. Nein. Ich erfinde Dinge, ohne irgendwo einzubrechen. Ich muss dir nicht irgendetwas entwickeln. Pass auf, wenn du jemanden schaden willst, das ist doch völlig irrelevant, ob es da irgendwas gibt oder nicht gibt. Nein, wenn ich jemandem wirklich schaden will,
dann muss ich schon irgendwas nehmen, wo ich auch ein bisschen was belegen kann. Weil einfach nur mit aus der Luft gegriffenem Rotz, es hält halt nicht lange, ne? Das ist halt nur heiße Luft und die ist puff wieder weg. Wenn ich richtig schaden will, dann muss ich mir entweder sehr viel Mühe machen und was über lange Zeit konstruieren, oder ich muss zumindest einen wahren Kern haben. Wenn du jemanden schaden willst, dann kannst du einfach reingehen und kannst es einfach machen, weil du darauf aus bist, deinen Vorteil zu nutzen, den du hast, dadurch, dass du ihn irgendwo hin kannst. Und das heißt nicht, er ist nicht mit dem Ziel da reingegangen, genau diese Sachen zu finden, mit denen er mich machen konnte. Der ist da reingegangen, um irgendwas zu finden oder irgendwas machen zu können oder seinen Vorteil daraus zu schlagen, zum Beispiel, indem er Sachen klaut, verkauft oder wie auch immer. Genau, weil die nie gereinigte Popcornmaschine und vor allem die Luans, die sind auf dem Schwarzmarkt Unsummen wert. Ihr glaubt das nicht. Ich habe beim Darknet gegoogelt, also gerade für so eine Popcornmaschine. Da kann man bis zu 8 Cent für bekommen mittlerweile. Das ist komplett irre. Das hat nicht das Ziel gehabt, was er am Ende hatte. Und das, was er dann gemacht hat, das haben andere dann so entschieden. Also ich bin ja kein Ungeschriebener. Kann mir eigentlich irgendjemand verraten, warum das Bild dauernd so auf groß und klein springt? Das macht mich irgendwie ein bisschen wuschig. Das Blatt, ne? Sag ich dir ehrlich, ich hab ja auch genug auf dem Kerbholz. Aber wenn ich irgendwo rein will, dann weiß ich... Er selbst war ja nicht drin, ne? Nein, ich meine, warte, ist doch scheißegal, ob ich selber drin war oder andere hingeschickt habe. Aber wenn ich jemanden irgendwo hinschicke oder selber reingehe, da bin ich mir sicher, da ist etwas. Nein. Da ist was, was ich gebrauchen kann. Ja. Ja, Rainer, und... Da man weiß, du hast eigentlich nur Schrobe. Zum Beispiel zum Verkaufen. Laptop, PC, Computerspiele, Filme, Musik, CDs. Das ist ein Lager. Mit ja, und was da drin ist, ist nichts wert. Eigentum von mir mit Gegenständen, die man verticken kann. Was willst du da denn verticken? Jetzt mal unter uns. Dein alter Rechner, was ist denn der noch wert? Darauf wollte ich ja hinaus. Es sind Gegenstände, die man verkaufen kann. Finde? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ne? Mit all diesem Wissen, was du gerade äußerst, kommst du immer nach und nach, nachdem ich dich immer mehr und mehr an die Wand nagele. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass da mein Eigentum drinnen war. Hab ich doch gemacht. Warum kannst du nicht von Anfang an damit drauf, dass da was genau, stopp, was genau meinst du? Ich hab dir doch gesagt, ich hab dir gestern schon gesagt, dass das Eigentum... Du hast gestern eine ganz andere Version erzählt wie heute. Nein, hab ich nicht. Ja, frag ihn morgen mal, da gibt's wieder eine neue Version. Du hast gestern gesagt... Gestern war eine ganz andere Harry Potter-Geschichte wie heute. Wieso eigentlich permanent Harry Potter? Und wo ist Ron Weasley? Apropos hier, Dumbledore ist tot, ne? Und, der Arzt von Navy CIS, Dougie, also der Darsteller, der ist auch tot. Hab ich diese Woche gelesen. Habe ich dir gestern und auch heute erzählt, dass ich mein Haus verkauft habe oder nicht? Heute und gestern. Also heute hast du es erzählt, gestern weiß ich nicht mehr. So, habe ich dir heute und gestern erzählt, dass mein Eigentum, was ich im Haus hatte, ich in mein Lager geräumt habe? Hast du? So, und jetzt frage ich dich, wie kann man so bescheuert sein, nicht zu verstehen, dass da Sachen drinnen sind, die man verticken kann? Ich hatte dir auch gesagt, dass da meine Computerspiele, meine Xbox, meine Konsolen, meine Filme, meine Musikanlage, mein Fernseher, mein PC, alles drinnen war, was ich nicht mitnehmen konnte. Okay. Habe ich dir auch gesagt. Und wenn du das rausräumst und verkaufst, bekommst du weniger, als du an Kosten hast, weil sich der Bolzenschneider abgenutzt hat, um das Räumeschloss zu knacken. Wieso erzählst du dann jetzt, dass ich dir irgendwas erst 2 Tage später erzähle oder erst nach irgendeiner Geschichte, von irgendeiner Harry Potter Geschichte, die ja plötzlich danach ist, da komme? Ich habe dir von Anfang an erzählt, was Sache ist. Okay, ist er da eingebrochen oder eingedrungen, um die Dinge zu entwenden, damit der Verkauf tätigen kann, oder ist er da eingedrungen, um dir zu schaden? In welcher das Fall weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das habe ich von Anfang an nicht. Das weißt du jetzt auch nicht mehr. Um mir zu schaden, natürlich. Aber Rainer, du hast doch vorhin gesagt, dass es wahrscheinlich von Anfang an eine abgekartete Sache war. So wie du rumläufst, wird er wohl kaum gedacht haben, hoho, ich erschleiche mir seine Freundschaft, um an seine
exklusiven und exquisiten Besitztümer zu gelangen. Wohl kaum, oder? Jetzt war ganz unter uns. Zu schaden, natürlich. Klar ist er eingedrungen, um mir zu schaden. Oder hat er Leute hingeschickt, um mir zu schaden. Und die Zukunft wird doch zeigen, was damit Sache war. Die Zukunft zeigt doch... Die hey, nice Wohnung. Die Zukunft wird doch zeigen, was die Sache ist. Da bin ich mal gespannt, mein Freund. Ja, ich erst. Da bin ich mal richtig gespannt, mein Freund. Da bin ich mal richtig gespannt, ehrlich. Dann können wir über schöne Dinge reden. Ja, ich würde mich jetzt langsam auch mal verkrümeln dann nach dem Match, weil eigentlich wollte ich bloß bis 21 Uhr matchen. Ich hatte eigentlich einen Plan für den Stream heute. Echt? Du hattest mal einen Plan? Das ist mal was Neues. Ach, der Plan wird sich jetzt noch ein bisschen verschieben. Wir machen letzte Runde wir machen noch eine halbe Stunde länger, Leute. Wir machen eine halbe Stunde länger dann nachher. Ja, mach mal eine halbe Stunde länger. Der Fort Blue hat ja auch nichts zu tun den ganzen Tag über, ne? Also sowas Rücksichtsloses. Apropos, haut gern auch mal beim Fort Blue unter die Videos ein paar nette Kommentare. Der macht sich da so viel Arbeit und ich vergesse es auch sehr oft, unter dem Video bei ihm Radau zu machen. Meinen Daumen hoch lasse ich immer da, aber ich vergesse es oft, Radau zu machen und einen netten Kommentar da zu lassen. Manchmal braucht man das auch für die Arbeit so zur Motivation, finde ich. Und verdient ist es ja auf jeden Fall. Hier reingezogen haben. Einmal so richtig reinhauen, Alter, mir zuliebe. Bitte. Habe ich Fort Blue gesagt? Den gibt's ja gar nicht mehr. Aber diese andere Person, die absolut nichts mit Fort Blue zu tun hat, dieser Anti-Mobbing-Panda, der macht das auch toll. Da könnte auch Daumen hoch und nette Kommentare da lassen. Vielleicht kann der sich sogar im Fort Blue ausrichten, wobei ich glaube nicht, dass der den kennt. Also, wie gesagt, die haben ja absolut gar nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Personen. Tut mir den Gefallen. Ach so, was mir gerade einfällt, was übrigens da drinnen war, was er auch wusste, was auch die Hater alle wussten. Deine Brandflöte. Weil es gab ja nur die eine Möglichkeit, außer ich hätte ihn weggeworfen. Ich habe auf YouTube ja über 100.000 Abonnenten gehabt, Leute, richtig? Also kannst du natürlich nicht wissen. Ich habe auf YouTube über 100.000, also ich hatte 230.000 Abonnenten oder so. Ja, und habe ich auch bald. 20, 30 Jahren. YouTube. Dankeschön. Wenn du 100.000 Abonnenten hast, ne, ja, dann bekommst du ja diesen... Ich glaube, ihr hört mir gar nicht zu. Ich glaube, das juckt dir nicht. Doch, ich höre dir zu. Damit kommt man auf YouTube ja diesen Play-Button, ne? Es gibt ja drei Varianten. Es gibt den silbernen, den goldenen und dann gibt es noch den Platin-Button, glaube ich. Ich habe den aus Pappe für 20 Abonnenten. Den muss man selbst basteln, aber der sieht toll aus. So, ja. Und wenn man eine bestimmte Reichweite hat, dann kriegt man den von YouTube. Und das ist eine der Sachen, von denen wusste er, dass es da drinnen ist. Und das war zum Beispiel auch eine von den Sachen, mit denen er wusste, dass er mir schaden kann oder es was mich treffen wird, wenn er das entwenden wird. Also hatte er kein finanzielles Interesse, sondern er wollte dir persönlich schaden. Und das war von Anfang an eine abgekartete Sache. Also hatte er von Anfang an, entweder er hatte von Anfang an die Absicht, dir persönlich zu schaden, obwohl er dich nicht kannte. Das ist unglaubwürdig. Oder er hatte diese Absicht erst im Lauf der Zeit, als er merkte, was für ein Mensch du bist. Das wäre die glaubwürdigere. Ganz ruhig, Pulli, kannst du alles rausschneiden. Das wäre die glaubwürdigere Variante. Zum Beispiel, weil du mich gefragt hast, weil du ein Beispiel wolltest. Ich weiß nicht alle, ich habe aber auch vorhin schon gesagt, und das kannst du mir gerne auch bestätigen oder auch revidieren, wenn du es nicht mehr weißt. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht genau weiß, was alles entwendet wurde. Ja, weil du keine Ahnung hast, was du da überhaupt in dein Lager reingestopft hast. Es war viel da drinnen. Ich weiß aber nicht alles, was davon entwendet wurde. Ja, du weißt doch nicht, was da alles drin war. Weil einfach zu viel da drinnen war. Aber das verstehst du im Internet. Also ich würde mal echt sagen, 10% von dem, was in seinem Lager war, war doch bestimmt Hausmüll. Der hat doch echt garantiert einfach blind Kram gepackt, was in Griffweite war, hinten auf den Fort Blue draufgezimmert, ab zum Lager reingestopft und vergiss die Sache. Wenn ich das jetzt erkläre, macht das sowieso keinen Sinn, weil dann heißt sowieso wieder irgendwas, was überhaupt nicht der Fall ist. Okay. Weil die fragen mich, frag ich mal nach dem Kind im Auto fragen. Die ganze Zeit fragen das, ich hab die jetzt Zeit nicht gefragt. Ich sag dazu, es gab nie ein Kind im Auto und außerdem war das ein Junge. Tatsächlich sogar. Ich sag dazu nur eine Sache. Ich habe diese Sache bestimmt 10 oder 12 Mal in verschiedenen Videos zu dem Thema angesprochen. Und
Und immer in anderen Variationen. Es war lustig. Klargestellt. Habe ich bestimmt 10, 15 Mal gemacht, das Ganze klarzustellen. Das, was die behaupten, ist Schwachsinn. Behaupten. Und ich habe das 10 oder 20 Mal klargestellt. Ich weiß ja nicht, worum es da geht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, deine letzte Variante war, du hast mitten auf offener Straße die Hose runtergelassen und da war ein Kind. Aber A, hast du das Kind nicht gesehen und B, war es ein Junge, da ist es ja dann egal. Ja, ich möchte es jetzt schon wieder aufkommen lassen, das Thema, aber dann werde ich über das wieder erzählt. Das, was die erzählen, stimmt nicht. Und ich habe von Anfang an, schon direkt nachdem das erste Mal aufgekommen ist, habe ich dieses Thema klargestellt. Ja, da hast du nämlich gesagt, da war überhaupt nichts. Das war zu dem Zeitpunkt noch in meinem Haus gewohnt habe und zu dem Zeitpunkt auch noch in dem, meinem. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in meinem Haus gewohnt und ich habe zu dem Zeitpunkt noch im. Bist du Hobbydetektiv? Nein, ich bin Gärtner, streue Samen. Am Wochenende verlege ich Rohre. Das war ja jetzt irre komisch. Den schreibe ich mir auf. Und dann schmeiße ich den Zettel weg. Das mache ich die ganze Woche. Ja. Du versteckst Röhrchen im Fettpad. So, gut. Wie gesagt, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Mach's gut. Jo, tschüssi. Schönen Abend dir noch. Ciao. Na, Rainer. Wieder Manner sammeln. Ich hab Kopfweh. Entschuldigung, bin gegens Mikro gekracht. Ja, ihr seht das nicht, aber ich hätte Bänge gerade. Oh. Wisst ihr, es ist nicht so, dass ich den Typen nicht argumentativ durchziehen kann, ne? Ja, Rainer, du kannst ja jeden Tod argumentieren. Du machst es halt nur nie aus reiner Güte, weil du so ein netter Mensch bist. Aber es ist so anstrengend, mit ihm zu diskutieren, weil er einem nicht zuhört. Und dann plötzlich kommt er mit irgendwelchen Fakten um die Ecke, die überhaupt keine Fakten sind. Und meint, er weiß mehr als was ich gesagt habe. Ja, Rainer, jetzt kannst du mal erahnen, wie es all den netten Menschen gab, die in den letzten 10 Jahren im beschaulichen Altschauerberg waren und vom Dorftrottel angebrüllholt wurden. So einen kleinen Vorgeschmack davon hast du jetzt bekommen. Bruder, der war anstrengend. Na, wenigstens sehe ich das nicht als einziges so. Ihr seid beide anstrengend. Oh Gott. Rainer, mein Schatz, lass dich nicht provozieren. Hab ich mich provozieren lassen? Ich weiß, ich bin das eine oder andere Mal auch ein bisschen zu laut geworden. Ist nicht so schön. Aber, dafür hattest du richtig schön viel Akro im Blick. Provoziert bin ich nicht. Ganz gechillt. Ein paar von euch haben es reingeschrieben. Sie finden es geil, dass ich so gelangweilt aussehe. Was soll ich dazu sagen? Ja, das ist dieses gespielte, oh, er langweilt mich so. Ich könnte jetzt mit einer Bewegung meines Handgelenks ihn argumentativ hinwegfegen, aber aus reiner Güte lasse ich ihn gewähren. Ja, weiß nicht, was er richtig fühlt. Wie soll ich da anders reagieren? Ich bin vor allem deswegen gelangweilt, weil diese Themen halt schon Milliarden mal durchgesprochen wurden. Das Thema ist halt sowas von durch. Ey, ohne Scheiß, ne? Ja, vor allem, es ist bestimmt auch anstrengend, sich da jedes Mal eine neue Version der Lülülüs auszudenken. Kennt ihr Miraculix? Ja? So von Asterix und Obelix, ne? Miraculix, der hat so einen Bart, ne? Also so, der Bart geht ihm bis zu den Knien so. Ja? Die Knie kann man doch gar nicht sehen, der hat doch so eine lange Kutte an. Geschichte. Der so ein Bart, da würde Miraculix alt dagegen aussehen. Also zumindest sein Bart. Er selbst sieht ja schon alt aus. Oh Gott, Leute, ich sag euch. Ich hoffe. Was sagst du uns denn? Ich konnte mich wenigstens halbwegs vernünftig artikulieren. Nö, aber was sind wir von dir gewohnt? Dass ich hier nicht irgendwie rübergekommen bin. Oh Mann, ich sag euch, das ist so.
Also ich verfolge das nicht so hart, bloß so am Rande ein bisschen, und mir ist da einer aufgefallen, besonders einer, der Moment, ich mach mal lauter, die versteht mir das so gut wie gar nicht. Also in YouTube über dich redet. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Wen denn? Da gibt's mehrere. Nur gibt's viele, vermutlich Ophir Ja, oder sowas. genau. Und das ist einer, der macht es ganz besonders auf eine Art und Weise, die ganz falsch ist, ja? Der hat eine Art und Weise. Ist das legal? Darf man das machen, einfach so, auf eine Art und Weise? Ich habe heute dazu auch erst ein Ich Video hab das voll hochgeladen. auf dem Schirm, ja? Und was ihm halt echt nicht eingeht, ist, wenn du zum Beispiel Geld geschenkt bist. Da stößt er sich dran, ja? Aber wenn er das jetzt hört, dann wird es sich auch dran stoßen. Also ich habe ein Haus mit einer Einliegerwohnung, und wenn du möchtest, ich bin auch in Franken, kannst du da gern einziehen, kostenlos. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Rainer hat Schwierigkeiten, einen Vermieter zu finden. Nicht nur wegen irgendwelcher Pilger, sondern die Leute wissen auch, wie es in der Schanze ausgesehen hat. Niemand will sich jemanden ins Haus holen, bei dem du weißt, nach ein, zwei Jahren sieht die Bude von innen aus, als wäre da ein Hochwasser durchgestürmt. Und irgendwie sowas wie das Treppenhaus putzen, wenn er dran ist, den Müll rausstellen, nachts um drei nicht laut Matthias Reim oder wie heißt die andere Trulla hier, Kerstin Ott ballern. So Leute willst du halt nicht im Haus. Kostenlos, Ja. definitiv nicht. So, ich habe kein Problem dafür auch zu zahlen. So, Ja, nein, ich biete dir ich das bin nicht an, nur dass. reich, ich bin nicht reich, ich kann keine Milliarden zahlen, auch wenn es Nee. schön, muss man dann in dem Fall wirklich sagen, was ja passiert ist auch schon. Das ist natürlich wieder was anderes, aber so. Aber ist auf jeden Fall nett von dir, ich danke dir. Ja, das Ding ist halt, ich wohne hier ganz alleine im Wald, also ziemlich abgelegen. Moment. Ein abgelegenes Haus, freistehend, im Wald, mit Bumsby drin. Das Paradies für Pilger. Wirklich, das wäre das Paradies für Pilger. Bitte, Rainer, sag ja. Das heißt, du bist hier voll in der Anonymität. Ja, unglaublich. Da ist alles. 2 Wochen, dann geht einer dem Geruch nach und die Adresse ist Das bekannt. Problem, dass ich momentan keinen Führerschein und kein Auto und nichts hab. Ja, aber Warte, wir haben einen ein Bahnhof, das Auto? ist gut. Einen Ach Bahnhof so. haben wir, Also ja. ich wollte jetzt. Bahnhof? Mitten im Wald? Das stelle ich mir gerade bildlich vor. Tiefer Wald, ein Haus, ein Bahnhof, sonst nichts. Ich würde sagen, alleine im Wald. Ich kenne ein Haus in Franken, das mitten im Wald steht. Wäre möglich, dass es in Franken mehrere Häuser gibt. Ist jetzt aber nur so eine Vermutung. Bei uns, ich wohne nicht mal in Franken, bei uns steht auch ein Haus im Wald, sogar zwei. Das eine ist ein Forsthaus, das andere gehört einem Fischereiverein. Da führt nur eine Straße dran vorbei. Das ist aber ein einzelnes Haus. Die Straße führt vorbei. Da hat er aber nur mal Glück gehabt, der da wohnt. Stell dir mal vor, die Straße würde mitten durchs Haus führen. Knickknack, Postbote kommt, zack, Fassade kaputt. Ja, so ähnlich ist es ja auch nicht ganz so, aber so ähnlich, wie gesagt, die Zugverbindungen sind für ein Dorf ganz gut. Aber ja, kannst du überlegen, kannst du ja mal schreiben, wenn was ist oder was. Auf jeden Fall bei dem Vielen Murat würde ich Dank. dir sagen, gib da nicht zu so viel drauf, und den Ofenkäse, den grüße ich hier recht schön. Ich habe auch einen Pool. Also, bis denn Okay. mal. Ein Pool? Oh, ein Ogerplanschbecken. Okay, Rainer, dann sag lieber nein, sonst gibt's wieder verstörende Fotos und Videos von dir. Nee. Also, eine neue Pilgerstaffel wäre zwar nach diesem TikTok-Elend ganz lustig, aber Poolbilder, nee. Dann doch lieber nicht. Nee, nee. Jo, danke dir auf jeden Jo, Fall. ciao. Mach's gut. Servus. Bermani ist der Einzige, der bei dem es gerade funktioniert. Servus, alles gut bei dir? Hagebuddene. Sind sehr gesund. Extrem viel Vitamin C. Playbuddene. Und Playbuddene. den Garten verschönerne. das ist deine einzige Existenzberechtigung, dich wie ein Kind aufzuführen? Eine Existenzberechtigung?
Weißt du überhaupt, was du von dir gibst? Oder blubbern einfach nur irgendwelche Begriffe daraus? Als Mensch braucht man keine Existenzberechtigung, auch als Tier, als Pflanze. Zu existieren ist schon Berechtigung für sich. Der labert einen Stuss, das ist unfassbar. Was für jämmerliche Aktion, Alter. Was sollte man doch eigentlich denken, dass die Leute etwas mehr, naja. Ja, man sollte eigentlich wirklich denken, dass die Leute etwas mehr, naja, und bei dir kein kostenpflichtiges Abo abschließen, um dich zu ärgern. Und solche Leute haten mich. Obwohl, ich weiß ja nicht, kann man das Geld wieder zurückziehen, wenn man von ihm geblockt wird? Dass man TikTok sagt, hier, hallo, ich habe letzte Woche ein Abo abgeschlossen, wurde geblockt, dann hier, Kohle für den Monat, aber wieder pronto zurück. Oh Gott, Alter. Die kommen hier rein und die haben nichts Besseres als sowas. Das, oh Gott, Alter. Wie tief ist das Niveau der Menschheit gesunken, Alter? Wie tief ist das Niveau der Menschheit gesunken? Rainer? Du, jetzt mal ganz unter uns. Also, ich will dich ja nicht verstören, aber was du gerade gesagt hast, das spricht doch wieder gegen dich. Das war jetzt so ein klassisches Eigentor. Guck mal. Null Niveau und solche Leute haten mich. Ja, siehste, wenn selbst Leute mit absolut Null Niveau dich haten, spricht nicht gerade für dich. Hm? Ach so, unter uns. Okay. Weißt du, wie mein Wochenende ausgesehen hat? Das so wie jedes Wochenende? Bei Donnerstag erstmal in die Disco übers Wochenende, erstmal bis früh um 3 Uhr, dann auf die Arbeit wackeln, dann heim wackeln, 3 Stunden schlafen und dann 5 Stunden in die Disco. Bei Rainer fängt das Wochenende am Donnerstag an. Okay. Das muss dieser fränkische Kalender sein. Die haben ja auch andere Maßeinheiten. Bei denen ist 1,96 viel weniger als im Rest der Welt. 16,5 Zentimeter ist so Rosinengröße, also. Gut, dann haben sie halt auch einen anderen Kalender. Wird notiert. Ja, das und das hört sich, das hört sich gut an. Und dann bis nachts im Suff durch die Stadt gegurkt. Gegurkt mit dem Auto? Bei irgendeinem Kumpel auf dem Sofa gepennt und am nächsten Tag geht's von vorne los. Und so ist das ganze Wochenende abgelaufen. Ja. Nicht, dass ich euch zu... Bei jedem Vollrausch sterben wie viel? 100.000 Gehirnzellen? Nicht, dass ich euch zum Trinken verleiten will, Leute, ne? Ach ja. Wie lange bist du schon live? Heute? Ja. Oder allgemein? Heute, Sekunde, wie lange bin ich live? 2 Stunden 29. Ja, das ist ein bisschen was. Ja. Irgendwie habe ich ja gerade ein Echo drin. Boah, kommt ein bisschen was zusammen mit der Zeit. Und ich würde niemals jemanden in irgendeiner Form... Wer ist das denn? Ist das dieser Geißen? Verurteilen für das, was er glaubt oder was er denkt. Danke übrigens, RW, fürs Abo. Bruder, ich scheiße auf die Zuschauer. Meine Zuschauer gehen dir gegen die hoch, aber das, was sie hier reinschreiben, auch an mein Freund. Irgendwer kuppelt hier gerade rück. Glück war das. Alles klar, tut mir leid. Ich kann euch zu dem Song, den ich gleich spiele, was erzählen. Oh. Machst du wieder eine CD-Vorstellung wie damals? Ich kann euch den Song, den ich gleich spiele, was erzählen. Ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Kein Problem, Rainer. Wir fangen schon mal alle an, Forza runterzuladen. In dem Jahr, in dem mein Vater krank wurde. War das der, den du im Krankenhaus nie besucht hast? Beziehungsweise selten, er war ja ein paar Mal dort. Ich habe damals ziemlich viel Avatar gespielt, also das erste Spiel, ne? Avatar. Da gibt's auch ein Spiel von? Und zu diesem Spiel habe ich verschiedene Songs gehört und verschiedene Musik. Und einer dieser Künstler war Matthias Reim. Och nee, du willst es aber nicht Matthias Reim spielen.
Und ich habe damals mehrere Alben von ihm gehabt. Allerdings, das waren halt, das ist nicht ganz richtig. Nicht ich hatte die Alben, sondern meine Mutter hatte die Alben. Und ich habe das damals. Ach, die war auch so eine harte Mittlerin wie du. Ich habe auf der 360 gespielt, also auf der Xbox. Und ich hatte bestimmte CDs und so weiter auf meinem Computer, also auf meiner Xbox, meine ich, gespeichert. Diese ganzen, aber den Typ voll mit Hagebutten, da hast du gesagt, der hat kein Niveau oder was? Junge. Diese ganzen Songs, die ich damals gehört habe, von Matthias Reim unter anderem, die hatten alle so ein bisschen was gemeinsam, so. Nämlich, sie klangen unfassbar scheiße. So, die waren meistens, es waren in erster Linie meistens Songs aufs Deutsch. Ja, logisch, weil andere Sprachen beherrschst du ja nicht, auch nicht ansatzweise. Weil ich damals sehr viel nachgedacht habe. So, mein Vater war ja krank und so. Er hat damals viel nachgedacht, stellenweise auch mit dem Kopf. Und das ist ja ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben gewesen, ein Mensch, der auch mein ganzes Weltbild teilweise mitgeprägt hat. Ja, und er war ja so wichtig, dass du es mit den Krankenhausbesuchen dann ein bisschen lockerer hast angehen lassen, ne? Und ist ja logisch, ne? Die Eltern sind ja meistens ein sehr prägendes Ereignis im Leben. Ja, deswegen lässt man den Vater sterbend im Krankenhaus und die Mutter ekelt man aus der Bude und beleidigt sie. So macht man das. Und ich habe damals einen Song gehört und dieser Song, den ich jetzt gleich spiele, ist von Matthias Reim, also furchtbar. Der hat es mir gerade in der Zeit, als mein Vater gestorben war, sehr angetan. Also, genau genommen ist es sogar der Song, den ich gehört habe, wie es oft so ist, blöder Zufall, war das genau der Song, den ich gehört habe, als ich die Information und die Nachricht bekommen habe, dass er gestorben ist. Also es war genau in dem Moment lief dieser Song im Hintergrund. Vielleicht irre ich mich jetzt, aber hat er nicht einmal gesagt, er kam da irgendwie von der Arbeit, hat geschlafen, dann kam seine Mutter rein? Oder irre ich mich da jetzt? Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Will mich da jetzt nicht auf irgendwas festnageln lassen. Aber es ist nicht der einzige Grund, sondern es hat ja auch noch einen anderen Gedankengang. Ich glaube zwar, dass dieser Song mehr auf eine Art Liebesgeschichte aufgebaut ist. Das ist übrigens ein Remastered, ne? Das ist ein Remastered-Song. Das ist aus dem Album Zauberland. Das ist ein Remastered-Album von Matthias Reim. Remastered, das heißt, man hört den Mist jetzt noch deutlicher. Oh Mann. CD. Meine Tochter ist aufgestanden und ist vor zum Tor gerannt. Deine Tochter. Ach ja, jetzt erzähl er von dem Traum, den er hatte. Und stand dann vorne am Tor irgendwie. Dann kam sie zurück und hat mich irgendwie am Bein, am Hosenbein gezupft und hat gemeint, Papa, Papa, komm mal, da ist irgendjemand, der will zu dir. Und dann bist du vor und hast geschrien, runter auf meinem Grundstück und hast Pfefferspray gesprüht und mit der Taschenlampe zugedroschen. Der will mit dir reden. Ich so, was, schau hoch. Steht da jemand am Tor? Und mich am Tor bei Rainer, da ist immer was los. Fast der Schlag getroffen. Ich bin so bescheuert, ne? Wissen wir. Alter, dieser Traum ist so viele Jahre her. Und es hört nicht auf. Ich habe das immer wieder, jedes Mal, wenn ich das erzähle. Lächerlich. Nach Brüllheulen kommt jetzt Heullachen.
Ich bin dann vor ans Tor gegangen. Meine kleine Tochter neben mir steht an meinem Bein, hat meine, wie es halt kleine Kinder so machen, ne, hat quasi mein Bein in der Hand. Also mein. Sie hat ein Bein in der Hand? Junge, von was für einer Familie träumst du? Das Texas Kettensägen-Massaker? Meine Hose. Sie hat eine Hose in der Hand, Rainer, es wird nicht besser. Wer träumt bitte davon, dass die kleine Tochter die Hose in der Hand hat? Und mein kleiner Sohn natürlich auf dem Arm, ne? Ach stimmt, ja. Er will ja unbedingt drei Kinder, also einen Sohn und eine Tochter. Und der da vorm Tor stand, war der Pan. Da ist jetzt Standbild, weil er hat sich versehentlich das Gehirn rausgeschneuzt. Das muss er jetzt erst wieder hochziehen. Hat ein bisschen länger gedauert, weil er musste das natürlich erst wiederfinden. Ich meine, ich glaube, ich brauche nicht sagen, wer es war, ne? Ihr könnt es, glaube ich, euch selbst denken. Also es war John Wayne. Es war ja nur ein Traum so. Und es war eben mein Vater, der vorm Tor stand. Das Tor war verschlossen. Ich habe irgendwann mal, das war in einem Discord, das ist schon längere Zeit her, ich habe mal im Discord oder im Teamspeak, habe ich mal mit einer Person gesprochen, die hat gemeint, die deutet gerne Träume. Und die hat halt mich gefragt, ob das Tor halt geöffnet oder verschlossen war. Deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Die hat gemeint, verschlossene Tore sorgen halt dafür, dass man Träume so deuten kann, dass man halt bestimmte Sachen nicht machen kann. So. Mein Vater wird meine Kinder, falls ich jemals welche haben werde, nie kennenlernen. So. Das ist immer so am Rande. Jedenfalls stand mein Vater auf der anderen Seite vom Tor so. Ich stelle mir gerade vor, was Rudi heute sagen würde, wenn er zum ASB 8 gehen könnte und sieht, was Rainer aus dem gemacht hat, was er ihm hinterlassen hat. Junge, da würde der Vorschlaghammer aber sowas von fliegen. Ach, wie gesagt, das ist bescheuert. Wisst ihr, was komisch ist? Es soll ja jetzt eigentlich so wirken, als würde es Rainer leid tun, dass Rudi niemals seine Enkel sehen wird. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, darum geht's ihm gar nicht. Es tut ihm leid, dass er keine Kinder hat. Ja, und natürlich auch, dass kein Rudi mehr da ist, der ihm alles von Arsch trägt. Es war dann halt so, ich habe dann halt meine kleine Tochter an der Seite und meinen kleinen Sohn auf dem Arm. Da habe ich mich halt kurz mit ihm so unterhalten. So, und die Inhalte des Gesprächs ist recht uninteressant eigentlich, weil es... Hast du das Tor geöffnet und ihn reingebeten? So als nur eine spontane Idee von mir? Es ist nicht wirklich was passiert. Ich weiß teilweise auch gar nicht, was wir besprochen haben. Es lief einfach darauf hinaus, ob ich glücklich bin. Der Ladebalken bei Forza ist übrigens schon fast voll. Und ja, das klingt jetzt herzlos von mir. Aber Rainer, das ist deine eigene Medizin. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle eigentlich, aber es... Vielleicht hast du Bock, mal ein bisschen Mitleid zu erheischen, nachdem du dich vorhin mit deinem Spiegelbild so gefetzt und nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hast. Das ist mir halt persönlich eine sehr wichtige Geschichte. Die man unbedingt mit der ganzen Welt teilt. Keine, also sowas würde ich eher meinen Freunden erzählen. Gut, dazu braucht man natürlich auch Freunde. Was rede ich?
Es läuft halt darauf hinaus. Ich habe halt ein bisschen mit ihm geredet und habe ihn halt gesagt, hat er mich gefragt, ob ich glücklich bin, habe ich gesagt, ja. Hab gesagt, hier, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Hättest auch sagen können, das sind deine Enkel. Und kurz darauf kommt halt meine Frau so an meine Seite und legt mir die Hand auf die Schulter und fragt mich, was los ist, wer das ist, ob die Person heute bei uns essen wird und so weiter. Und war schwanger mit unserem dritten Kind quasi zu dem Zeitpunkt auch. Ja, und ja, das war fast dann schon das Ende. Ich habe dann halt nur noch versucht, ihr zu erklären, wer das ist. Versucht ihr zu erklären? Er träumt sogar kompliziert. Ich meine, Schmusi, das ist mein Vater. Ja, er ist heute mit uns. Da muss man nichts erklären. Und dass er nicht mit uns essen kann, auch wenn ich mir das wünschen würde. Warum? Es ist ein Traum? Da kann er das sehr wohl. Ja. Und das war dann auch der Moment, wo ich gewusst habe, dass es ein Traum ist. Und ich dann auch ein bisschen beeinflussen konnte, weil ich weiß nicht, ob ihr was von luziden Träumen versteht. Rudimentär, also mehr als du. Das war jetzt übrigens keine Absicht mit dem Rudimentär, also war keine Anspielung auf Rudi. Das ist mir gerade erst hinterher eingefallen. Luzides Träumen ist ja so, wenn man seinen Traum beeinflussen kann. Ich hab schon gedacht, luzides... Hallo. Ich rede jetzt, ne? Hab schon gedacht, er sagt jetzt, luzides Träumen ist, wenn man von Luzi, dem Schrecken der Straße, träumt. So, und dann habe ich halt, ich habe geschlafen, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl gewesen. Ich habe geschlafen und ich habe gewusst, dass ich schlafe. Und ich habe aber im Schlaf gelächelt und ich habe gemerkt, wie sich mein Körper, also wie mein Gesicht sich zu einem Lächeln verzieht. Und mein Vater dann halt einfach nur noch zu mir gesagt hat, er freut sich für mich. Ja, Rainer, wäre schön, wenn Rudi sich wirklich für dich freuen könnte. Ne? Er freut sich für mich und ich soll auf mich aufpassen. So. Das hat er so zu mir erzählt. Ja, das brauche ich. Ich hätte es Rudi gegönnt, dass er seine Enkel auf dem Schoß hat und sich für seine Kinder und Enkel freut. Im Idealfall die Enkel von Ramonas Seite, weil Rainer muss sich jetzt wirklich nicht noch vermehren. Aber ja, also ich hätte es Rudi gegönnt. Ja, und das ist halt zur Sache, ja, die muss ich auch immer denken bei dem Traum. Also bei dem Song, der heißt Der Traum, ne? Der Song von Graf. Ach stimmt, es geht ja auch so ein dämliches Lied von Matthias Reim. Genau, und das sind so, ich weiß, dass es ein Traum war, ich weiß, dass das so, aber das ist so eine meiner schönsten Erinnerungen, die ich habe. Wenn deine schönste Erinnerung ein Traum ist, das ist auch irgendwie traurig, oder? Wobei, also, ihr kennt doch bei Harry Potter diesen Zauber via Expecto Patronus, wo man an die schönste Erinnerung denken soll und dieses Gefühl wieder aufrufen. Ich habe an dieser Stelle überlegt, ja, woran würde ich in dem Moment denken? Ich hätte keine Ahnung, was meine schönste Erinnerung war. Auch wenn es eigentlich nur die Erinnerung an einen Traum ist. Dankeschön. Doch eine Erinnerung, das weiß ich noch, das war sehr schön. Da war ich ein verlängertes Wochenende in Paris. Und da habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Und als ich dann nach ein paar Tagen endlich wieder aufhören konnte, alle 20 Minuten die komplette Gegend voll zu kotzen, das war schön. Leute, das war ein Gefühl.
Hat aber auch einen Vorteil. Ich kenne in Paris mittlerweile jedes Gebüsch. Und hab da dann auch Hausverbot. Entschuldigt, ich schlief euch hier was weg, wartet mal. Entschuldigt, ich schlief euch hier was weg. Sätze, die man auf einer Kokainparty nie hören möchte. Und ja, sagt Nein zu Drogen. Drogen sind nicht gut für Babutschka. YouTube sportlich. Ha! Naja, jedenfalls, ich musste jetzt seit langem mal wieder dran denken. Also ich denke natürlich auch heute noch lange und oft an meinen Dad. Aber nach, es ist ja mittlerweile fast 12 Jahre her. Ja, aber wenn ein Elternteil weg ist, der ist dann halt für immer weg. Das Loch, das man da im Leben hat, das bleibt für immer. Das wird nie zuwachsen. Und natürlich denkt man dann nicht mehr so oft an jemanden wie früher. Aber manchmal überkommt es mich halt einfach. Und es ist halt einfach so, wo ich mir gedacht habe, okay, ne? Muss man einfach mal drüber reden. Manchmal muss man es einfach rauslassen, so. Und das ist auch nichts, wofür ich mich schäme. Auch nicht dafür, dass ich Emotionen zeige. Für mich ist es etwas ganz Normales, so. Weil ich bin halt auch bloß ein Mensch, ja. Vielleicht sieht man es auch daran mal, dass ich nur ein Mensch bin. Und ihr merkt vielleicht auch, ich habe mich dann auch recht schnell wieder im Griff. Aber das ist für mich auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges. Ich schäme mich nicht dafür. Nee, muss man auch nicht. Warum? Ich würde mich niemals für Emotionen schämen. Niemals. Was mir leid tut, ist, dass ich euch jetzt damit vollheule. Aber ich schäme mich nicht dafür. Och, manche Leute sehen ganz gerne, wie du heulst. Oh gut, kann ich mich jetzt nicht ganz von frei sprechen, aber wenn, dann doch eher aus dieser hilflosen Wut heraus. Wenn du mal wieder Scheiße gebaut hast und merkst, oh Mist, du bist derjenige. Jetzt wegen sowas, das ist jetzt wirklich traurig. Nee, das, da habe ich schon auch ein bisschen Mitgefühl. Man ist ja doch irgendwo Mensch geblieben. Ich habe auch kein Problem damit, hier zu weinen oder so. Das ist überhaupt nicht mein Problem, weil ich sehe darin kein Problem. Für mich ist es eine Form, wie ich meinem Vater Respekt zolle. Vielleicht ist es dumm. Und vielleicht hättest du das früher machen sollen, als er noch gelebt hat. Aber hinterher ist man immer klüger. Vielleicht ist das richtig dumm, aber für mich ist es eine Form, wie ich meinem Vater Respekt zolle. So. Es gibt ja auch die Ansicht, die finde ich persönlich ganz schön. Solange an jemanden gedacht wird, ist er nicht wirklich tot. Und deswegen erzählt man dann auch oft über Verstorbene, dass andere die quasi kennenlernen und auch mit an sie denken und das wieder weitertragen. Ich war mit Sicherheit nicht immer der beste Sohn. So. Davon kannst du ausgehen. Ich habe viele Fehler gemacht, sowohl vor als auch nach seinem Tod. Aber ich habe extremen Respekt vor meinem Vater und ich weiß, was der für uns alles getan hat. Ja, also Rudi muss ich echt quergelegt haben für die Familie. Und ich wünschte halt nur, dass ich das irgendwann meinen eigenen Kindern weitergeben könnte, aber ehrlich gesagt. Rainer, du und Rudi, ihr seid aber zwei ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Nach dem, was ich über Rudi erfahren habe, war er ein Malocher. Stur, eigensinnig, der auch ähnlich wie du. Ich habe von wenig Ahnung, aber viel Meinung. Und meine Meinung zählt und alles andere zählt nicht. Aber halt auch einer, der für die Familie zurücksteckt und ja sich wirklich einen Buckel krumm schafft. Das geht dir ja völlig ab. Ich glaube da nicht dran. Weil um das meinen eigenen Kindern weiterzugeben, müsste ich erst meine Frau und Kinder haben.
Und es gibt übrigens noch eine andere Sache. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn mich irgendjemand mal gefragt hat, ob ich mir Kinder wünsche, also ob ich Kinder möchte. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte 3. Und dann hast du es direkt auf die Amazon-Wunschliste gesetzt. So. Ja, 3 Stück. Ein Junge, ein Mädchen und das Dritte. Das hat natürlich nicht zwangsweise was mit diesem Traum zu tun. Aber es hängt auch damit zusammen, tatsächlich, dass ich eigentlich 3 Kinder möchte. So. Weil 3 ist immer einer zu viel. Vielleicht war es auch der Wunsch meines Vaters und er hat es mir auf die Art und Weise. Na, die Bambusleitung kickt wieder. Aber es sind nur noch 5 Minuten. Stellt euch mal vor, ich hätte das Video nicht geteilt. War übrigens eine Idee von meiner. Rainer, noch rede ich, dann wartest du bitte. Danke. Das war übrigens eine Idee von meiner Freundin aus Denken, das Video in 2 Teile zu schneiden. Also, Grüße an sie. Und ein Kind finde ich auch nicht schön, weil es kommt drauf an, wie das Kind aussieht, ne? Also, du kannst nicht sagen, ein Kind ist nicht schön. Ich meine, klar, es gibt nur wirklich hässliche Kinder, aber Junge, das kannst du so nicht sagen. Ey, das ist schon, also das geht jetzt aber schon hart in Richtung Mobbing. Nur ein Kind fand ich auch immer schade. So. Ach so, als Einzelkind, ja nee, Einzelkind. Wenn, dann würde ich auch eher sagen 2, weil Einzelkinder, die sind dann halt auch gern mal ein bisschen verwöhnt und 2 Kinder, die lernen schon ein bisschen aufeinander Rücksicht zu nehmen und sie haben halt auch immer ein Kind dabei, mit dem sie spielen können. Wie war es denn früher, als wir jung waren? Wir brauchten keine Playstation, keine Xbox. Was hatten wir gebraucht? Ein Prügel und eine kleine Schwester und wir waren happy. Aber nur ein Kind? Wieso? Warum? Ich hätte gerne mindestens ein Junge und ein Mädchen. So wie eigentlich so. Und das liegt halt unter anderem auch damit zusammen. So, was ist jetzt gerade gewesen? Ist mein Live gerade rausgeflogen? Ja, deine Bambusleitung hakt. Egal. So, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ich jetzt euch am Ende noch so voll geheult habe. Und nein, es tut mir nicht leid, dass ich Emotionen zeige. Im Gegenteil. Aber es tut mir leid, dass ihr euch das jetzt anhören musstet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen im Stream. Spätestens um 22 Uhr. Um 20 Uhr. Entschuldigung, 20 Uhr. Er meint heute, weil was er sagt, hat er gestern gesagt. Also nicht, dass jetzt bei euch Verwirrung aufkommt. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache. Und Rainer, sag jetzt bitte und möge das mit euch sein. Das finde ich jetzt mal einen nicen Zug von dir, wenn du einfach meine Verabschiedung verwendest für mein kleines, aber freundliches Publikum. King, danke Ibu. Eine letzte Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Respektiert eure Eltern und versucht zumindest den kleinen Teil davon zu verstehen, was sie für euch alles opfern. Auf gut Deutsch. Tut nicht, was Bumsli tut. Es gibt Menschen, die verdienen es nicht, Eltern zu sein, aber wenn ihr eine anständige Kindheit hattet, und ich meine mit anständig was Warmes zu essen auf dem Tisch, Kleidung und vor allem natürlich auch ein Dach über den Kopf und alles, ne? Rainer, das ist jetzt ein bisschen sehr materiell. Ich meine, klar, eine Kindheit in Armut ist auch Mist, aber eine gute Kindheit, dazu gehört auch der emotionale Teil der Eltern. Ich will sogar fast sagen, ein Kind, das mit einer emotionalen Bindung zu guten, netten Eltern aufwächst in Armut, ist besser dran als ein reiches Kind, das gefühlskalte Arschkrampen als Eltern hat. Dann seid euren Eltern dankbar, denn wenn sie irgendwann nicht mehr sind, werdet ihr das extrem bereuen, wenn ihr euch nicht mit ihnen ausgesöhnt habt oder nicht mit ihnen ausgesprochen habt.
Ja, weil dann ist es zu spät. Und ne, wie gesagt, wir alle sind hinterher immer klüger. Rainer, übrigens, Rita lebt noch. Ne? Vielleicht redest du mal mit ihr und mit Ramona. Sie hat auch noch ein Kind, das du noch nicht kennengelernt hast. Ne? Also eins, hab neulich etwas gehört, sie wäre schon wieder schwanger. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ob da einer getrollt hat. Ehrlich gesagt, mir ist es auch egal. Mich interessiert das Leben von ihr nichts, geht mich auch nichts an. Alles Gute in ihre Richtung. Aber naja, vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen Halt finden. Wohl, na, bei dir. Komm, vergiss es. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin, euer Drache. Bis morgen. Das ist toll. Eine Tankstelle im Abspann. Wisst ihr, warum das praktisch ist? Weil ich jetzt gleich eine Tankstelle brauche. Und ihr wisst bestimmt auch wofür. Forza ist runtergeladen. Wollen wir eine Runde? Moment mal, ich habe jetzt schwarze Bildschirm, das Video geht noch 2 Minuten. Wollen wir die 2 Minuten noch zusammen abwarten, oder? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, da kommt da noch was. Ist da noch sowas Verstecktes, so ein Easter Egg? Ey, das wäre natürlich super spannend. Warte mal, ich zieh mal ein Stückchen vor. Ah, hier kommt noch was. Moment, müsst ihr gleich aufploppen. Ne? Ja, nu? Put, put, put. Ja, komm, put, put, wo ist es denn? Ach, ich bin so aufgeregt. Dieses Gebett ist mal Quatsch, Oma. Ach so. Ja, gut. Ja. Gut, Schnittfehler wahrscheinlich. Kein Ding, passiert mir auch permanent. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich hauptsächlich auf die Nachrichten nächster Woche. Ich hoffe ehrlich, ich kann die Woche dicht halten. Jetzt hätte ich es fast gespoilert. Nein, ich sag's nicht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, möge das mit euch sein. Und ja, habt ihr heute 2 Videos.